Hallo und alle Helden da draußen, mein Name ist Sebastian und ich möchte heute zeigen, wie ich dieses Schild und noch viel mehr davon gebaut habe und wie ich das hier, das ist nämlich eine Kiste, ja, wunderschön eigentlich geworden, auch gemacht habe. Also ich muss sagen, ich finde die richtig gut und die sind richtig gut geworden. Schau mal hier, das ist Aluminium, das ist Aluminiumplatte. Ja? Hier ist das Ganze reingefräst. Hier oben, das hier ist Folie mit drauf gemacht, natürlich auch lackiert. Ich finde, es ist richtig schön. Und vielleicht ganz kurz, warum sind das eigentlich so viele Plaketten hier? Ich war ja vor kurzem bei YouTube eine Woche vor Ort und habe 15 tolle Menschen kennengelernt. Und für diese 15 tollen Menschen wollte ich einfach etwas haben, was sie in der Hand haben können und wo ich ihnen einfach was mitgeben wollte. Ja? Und da habe ich gedacht, jetzt mache ich doch einfach mal so eine Plakette hier und naja, ihr kennt mich ja, einfach nur so eine Plakette und die dann verschicken, das war mir irgendwie nichts. Also wollte ich auch eine richtig gute Kiste dazu haben. Und wenn ihr hier schaut, hier habe ich eine Kiste, erstmal die Kiste an sich. Ja? Also wir können die hier aufmachen, die Kiste. Haben hier entsprechend Platz für die Plakette. Haben hier ein schönes, ja, wirklich schönes Scharnier an der Seite. Und das ist eine ganz einfache Kiste, ja, wo es nur darum ging, einfach mal was, ja, was Kleines, Schnelles zu machen. Das Ganze ist hier reingefräst mit der CNC-Fräse, ein bisschen lackiert. Und weil es so schön ist, hier hinten ist es auch noch gelasert. Schön mit unserem Logo drauf, natürlich mit Seriennummer, ja, selbstverständlich. Und einem Spruch des Tages. Thank you.
15 Boxen, 15 Schilder, 15 Pakete. All das ist jetzt fertig und geht jetzt auf die Reise. Also die Familie ist so ein bisschen wieder vereint. Finde ich richtig toll. Jetzt aber das letzte Mal. Ist ein bisschen schwer, das immer aus der Hand zu geben. Jetzt geht's auf die Reise. Ich hoffe, es gefällt denjenigen, für die ich es hier gebaut habe. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Schreibt mir unten nochmal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr das so findet. Am Ende des Tages war das ein Video zur Unterhaltung. Mir ist klar, dass ihr nicht über all diese Maschinen verfügt, die ich jetzt hier benutzt habe. Die jeder eine CNC kann folieren oder hat einen Laser. Aber ich wollte mal zeigen, was alles möglich ist, was man zu Hause doch alles machen kann. Das ist doch eigentlich der Wahnsinn, oder? Und das sieht doch eigentlich aus wie Original von YouTube. Insofern würde ich sagen, ja, werde Held in deine Werkstatt.